für unser erstes Grußwort möchte ich ankündigen, Frau Dr. Andretta, Bühne frei. Wir sind unheimlich stolz und dankbar, dass Frau Dr. Andretta heute Abend da sein kann und da ist. Seit 2019 ist sie Schirmherrin des Göttinger Gründerinnentags. Und dieser Göttinger Gründerinnentag, der hat sich jetzt so ein bisschen gewandelt, nämlich heute in unseren ersten Business-Brillanz-Tag. Und ja, Frau Dr. Andretta ist eine Frau, die mir mit so Schlagworten wie Gleichstellung, Frauenpolitik, aber auch Wissenschaft und Kultur in Verbindung bringt. Und seit 1998, das ist übrigens so lange, wie ich in Göttingen bin, ist Frau Dr. Andretta schon aus dem Stand sozusagen als Direktkandidatin gewählt, die Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis 17 Stadt Göttingen. Ja, und das muss man erstmal schaffen, das über so lange Zeit auch jedes Mal aufs Neue zu reproduzieren. Seit 2017 ist Frau Andretta die Landtagspräsidentin des Niedersächsischen Landtags. Ja, und wir freuen uns ungemein, hier eine Frau zu haben, die ganz viel macht, die für ganz viele spannende Dinge steht und ohne die es zum Beispiel keinen Kindergarten und keine Kita am Niedersächsischen Landtag gäbe. Weil Frau Andretta selbst sozusagen diese Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf in eine politische Aktion umgesetzt hat und genau diesen Kindergarten initiiert hat, den es jetzt seit wie vielen Jahren schon gibt? Den gibt es seit 2018. Seit 2018. Ja, und wir freuen uns unheimlich, dass Frau Andretta heute Abend in ihrem Grußwort sich unserem Engagement für Frauen und Wirtschaft, für starke Frauen in der Wirtschaft widmen wird. Und wir sind absolut stolz, dass wir die erste Frau hier der niedersächsischen Politik heute Abend hier haben. Und sind gespannt, was Sie uns als Grußwort mitgebracht haben. Vielen Dank. Liebe Netzwerkerinnen, guten Abend. Erstmal vielen, vielen Dank für diese großartige Ankündigung. Es freut mich sehr, heute hier dabei sein zu dürfen. Und von daher, Frau Hensachs, Frau Engel, vielen Dank für die Einladung. Natürlich alle hätten wir uns lieber in Präsenz getroffen an einem lauen Sommerabend, obwohl so lau er ja heute leider nicht ist. Aber da wir alle längst in der virtuellen Welt zu Hause sind, bin ich mir sicher, dass es ein gelungener Abend werden wird. Viele Organisationen hat die Corona-Pandemie gelähmt. Nicht jedoch Business Women Empowerment. Ihnen ist es gelungen, im Austausch in Kontakt zu bleiben über Online-Veranstaltungen, über Ihren Blog oder eben auch über die Strategieteams. Dies ist unglaublich wertvoll, um die Herausforderungen der Pandemie zu meistern. Wertvoll, um immer wieder neuen Mut zu schöpfen und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu stärken. Als Sie, Frau Hensachs, Frau Engel, mich für die Schirmfrauschaft hier für heute Abend anfragen, habe ich sehr gerne zugesagt, denn Sie haben es erwähnt, Ihre Arbeit von starken Frauen für starke Frauen begleite ich seit vielen Jahren und schätze Sie wirklich sehr. Stillstand ist Ihnen fremd. Immer wieder haben Sie neue Ideen geboren, wie heute Abend diese hybride virtuelle Veranstaltung. Diese soll über Branchen und Institutionen hinausgreifen, unternehmerische Leistungen von Frauen sichtbar machen, Geschäftsfrauen vernetzen und in Austausch bringen. Wir alle wissen, die berufliche Selbstständigkeit von Frauen gewinnt in Deutschland zunehmend an Bedeutung. So werden rund ein Drittel der Unternehmen inzwischen von Frauen geführt. Und 2019 erfolgten 36% der Unternehmensgründungen durch Frauen. Dennoch ist laut Statistischem Jahrbuch der Anteil der beruflich selbstständigen Frauen mit 7% der Erwerbstätigen nur etwa halb so hoch wie der Männer.
Die Gründe für den niedrigen Anteil sind vielfältig, Sie kennen sie. Es sind wirtschaftliche Gründe, kulturell oder auch strukturelle Gründe. Einige werden heute Abend sicher näher von Ihnen beleuchtet werden. Unser gemeinsames Ziel muss es sein, Frauen als Gründerinnen und Unternehmerinnen zu unterstützen. Dazu braucht es vor allem Empowerment für Frauen in der Wirtschaft, aber ebenso in Politik und in Gesellschaft. Gerade auch mit Blick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Was verbirgt sich hinter dem Begriff Empowerment? Sie wissen es, ich habe mir mal einige aktuelle Veröffentlichungen zum Stichwort der Vorbereitung für heute angesehen. Einige waren etwas bizarr, so lautete ein Titel, wie du erfolgreich wirst, ohne die Gefühle von Männern zu verletzen. Ein weiterer Ratgeber titelte, wie du dich in einer patriarchalen Welt wohlfühlst. Mir trägte sich der Eindruck auf, dass es eben oft nicht um Empowerment geht, sondern darum, dass Frau sich arrangiert. Und das ist das Gegenteil von dem, was wir gemeinsam wollen. Uns geht es darum, dass Frauen andere Frauen ermutigen, dass Frauen sich gegenseitig befähigen, dass Gründerinnen und Unternehmerinnen Geist geweckt und dass das Selbstbewusstsein gestärkt wird, selbst aktiv zu werden, dass Frauen sich gemeinsam stärken, um für ihre Interessen, ihre Ziele einzutreten. Und deshalb dürfen wir uns nicht damit abfinden, mit der nach wie vor viel zu geringen Teilhabe von Frauen, zum Beispiel an Führungspositionen, sei es in Verbänden, sei es in unseren Parlamenten. Wir dürfen nicht hinnehmen, dass zwischen Männern und Frauen weiterhin eine riesige Lohnlücke klafft. Im vergangenen Jahr betrug der Gender Pay Gap 18%. Wir dürfen nicht akzeptieren, dass eine antiquierte Rollenverteilung fortbesteht, welche Frauen die Hauptlast der Familien- und Sorgearbeit zuweist, sie damit einer größeren Doppelbelastung aussetzt und in ihren beruflichen Chancen benachteiligt. Eine neue, zeitgemäße Rollenverteilung muss unbedingt her. Die Corona-Pandemie hat die Situation für Frauen leider nicht verbessert, sondern verschlechtert. So jedenfalls lauten die Befunde vorliegender Studien. So waren Frauen mehr als in anderen Wirtschaftskrisen zuvor von Kurzarbeit betroffen. Das Bundesamt für Statistik meldet, die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern habe wieder zugenommen. Weibliche Selbstständige müssen laut dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung deutlich häufiger Einkommensverluste hinnehmen als männliche Selbstständige. Während sich bei rund 47% der männlichen Selbstständigen das Einkommen verringerte während der Corona-Pandemie, waren es bei den weiblichen Selbstständigen etwa 63%, also deutlich mehr. Zum anderen wuchs bei berufstätigen Müttern gleich welcher Branche die ohnehin schon große Last der Sorgearbeit nochmals deutlich. Kinder konnten monatelang nicht mehr in die Schule gehen, Kitas waren geschlossen. Familie und Beruf zu bewältigen, das wissen wir, ist stets ein Spagat. In der Corona-Pandemie wurde dieser Spagat zur Zerreißprobe. Zumal Unterstützungsnetzwerke wie Großeltern oder Freunde wegfielen. Das viel besprochene Homeoffice konnte zwar eine Hilfe sein, Familie und Beruf, Sorgearbeit und Beruf besser zu vereinbaren. Es schuf aber gleichzeitig neue Probleme. Weniger Sichtbarkeit der eigenen Leistung, schwindender Austausch mit Chefinnen und Chefs sowie den Kolleginnen und Kollegen, wegbrechende Netzwerke, kurz Homeoffice, kann sich auch zu einer Karrierebremse für Frauen entwickeln. Wir merken es in den Nachrichten, so langsam rückt der Lockdown mit seinen Folgen aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit. Mehr und mehr Frauen verlassen wieder das Homeoffice, übrigens schneller als die Männer. Die Kinder gehen wieder zur Schule, die Kitas sind schon länger wieder geöffnet. Ist damit alles wieder beim Alten?
ganz sicher nicht. Die stärkere Last der Sorgearbeit für Frauen wird nachwirken, beruflich, aber auch gesellschaftlich. Wie stark, das lässt sich heute noch nicht abschließend beantworten. Wir brauchen daher Empowerment von Frauen aktuell mehr denn je. Für den Mut braucht es die Ermutigung. Frauen, die andere Frauen ermutigen, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, sich zu vernetzen und ihr Wissen durch Austausch zu teilen. Oder wie es Michelle Obama ausdrückte, als Frauen müssen wir für uns selbst einstehen. Als Frauen müssen wir füreinander einstehen. In diesem Sinne wünsche ich einen erfolgreichen Abend und bedanke mich nochmal sehr, dass ich hier dabei sein darf. Guten Abend. Vielen lieben Dank, Frau Dr. Andretta, für diese Schirmherrschaft, für diese wunderbaren Worte und dafür, dass Sie sich von 1989 an, seitdem Sie politisch aktiv sind, bis heute so für die Infrastruktur einsetzen. Und ich glaube, Frau Dr. Andretta hat uns ganz gut eben transportieren können. Wir brauchen für die Zukunft, für unsere Wirtschaft und auch für unsere Politik mehr Frauen, die sich aktiv zeigen. Und ich glaube, Martina und ich sind seit ein paar Jahren ganz gut dabei, dafür die Plattform zu schaffen und uns auch hier in Südniedersachsen besser miteinander zu vernetzen, uns gegenseitig zu ermutigen, um auch den Mut zu fassen. Und ich glaube, das ist eine gelungene Überleitung.